Unsere Zielsetzung ist nach den Sommerferien für alle Schulen, auch die weiterführenden Schulen, einen Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen zu etablieren. Das heißt, wir haben bestimmte Regeln. Es wird nicht alles so sein wie ohne Corona, weil wir nach wie vor in einer Pandemie leben. Aber das ist die Zielsetzung, trotzdem Präsenzunterricht für alle täglich anzubieten. Vorausgesetzt, Corona entwickelt sich weiter und bleibt weiter so eingedämmt wie momentan. Also ich glaube, es sind zwei Teile. Natürlich war dieses letzte Schulhalbjahr ein Corona-Schulhalbjahr und darauf muss man Rücksicht nehmen. Wir werden zum einen anbieten in den Sommerferien freiwillig Lernbrücken, also Nachhilfe für 2 Wochen. Das ist ein freiwilliges Angebot und wir werden aber natürlich auch im kommenden Schuljahr, was die Vermittlung von Lerninhalten angeht, darauf Rücksicht nehmen, dass im letzten Halbjahr vielleicht nicht alles so lief wie vorher, dass manche Dinge aufgegriffen werden etc. Da werden die Lehrerinnen und Lehrer darauf eingehen, sodass auch das kommende Schuljahr berücksichtigt, dass wir im zweiten Halbjahr Corona-Bedingungen hatten. Ja, darüber diskutieren wir in der Landesregierung momentan. Mein Wunsch ist es, so wie in anderen Ländern, wie in Sachsen oder in Bayern, freiwillig Tests anzubieten für Lehrkräfte, für Erzieher, für Schüler schrittweise, also diejenigen, die Symptome haben, müssen sowieso getestet werden, aber ansonsten flächendeckend eigentlich auch für diejenigen, die keine Symptome haben. Da müssen wir sehen, wie wir das umsetzen können, wäre mein Wunsch, ist auch der Wunsch vieler und deshalb daran müssen wir noch arbeiten, da eine Lösung zu finden. Sollte man tun, aus meiner persönlichen Sicht. Also, dass wir im digitalen Bereich in ganz Deutschland in den Schulen Nachholbedarf haben, ist völlig unbestritten. Und das hat Corona auch nochmal deutlich gemacht und da müssen wir besser werden und müssen wir nacharbeiten. Das ist einfach, gehört zur Ehrlichkeit dazu. Es geht zum einen um die Frage der Ausstattung. Gemeinsam mit den Schulträgern, den Kommunen, den Städten, den Gemeinden, den Landkreisen die Ausstattung der Schulen zu verbessern. Wir werden als Land Baden-Württemberg jetzt 300.000 Laptops kurzfristig zur Verfügung stellen für Schülerinnen und Schüler. Wir haben natürlich aber auch das Thema, welchen Inhalt haben wir, Pädagogik, wie vermitteln wir, welche Inhalte im Fernlernen, im digitalen Lernen eine Rolle spielen sollen. Auch da haben wir als Kultusministerium müssen da ein Stück weit noch besser werden, konkreter werden, wie wir solche Inhalte vermitteln, in Abstimmung mit anderen Bundesländern, die haben die gleichen Probleme. Aber da gibt es Handlungsbedarf, also sowohl in der Hardware wie in der Software, wenn ich es mal so sagen darf. Da werden wir besser, da sind wir momentan intensiv dran, aber das ist auch notwendig.